Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster rationale Funktion. Was du bereits wissen solltest, ist, was ein Grenzwert ist. Und wir werden uns jetzt Grenzwerte im Zusammenhang mit rationalen Funktionen anschauen. Wir haben hier eine Folge, wo das nte Folgenglied jeweils n hoch 2 minus 2n minus 10. Das Ganze dividiert durch 0,007 mal n plus 0,06 ist. Hinter dieser Folge steckt eine rationale Funktion. Eine rationale Funktion ist eine Funktion, die aus Polynomfunktion dividiert durch Polynomfunktion geschrieben werden kann. Und wenn wir eine Folge haben, wo die Folgenglieder durch eine rationale Funktion gegeben sind, ist es nicht weiter schwer, den Grenzwert zu berechnen. Wir haben hier an ist gleich n hoch 2 minus 2n minus 10 durch 0,007 mal n plus 0,06. Der erste Schritt ist, jeweils im Nenner und im Zähler die höchste Potenz von n herauszuheben. Im Nenner ist das n hoch 2, dann bleibt uns 1 minus 2 durch n minus 10 durch n hoch 2 übrig. Und im Zähler ist das n und das müssen wir dann mit 0,07 plus 0,06 durch n multiplizieren. Wir können jetzt oben und unten ein n kürzen und somit haben wir n mal 1 minus 2 durch n minus 10 durch n hoch 2. Das Ganze dividiert durch 0,007 plus 0,06 durch n. Wir können uns jetzt unsere Folge als das Produkt zweier Folgen denken. Die eine Folge wäre die Folge, wo das nte Folgenglied jeweils n ist. Das ist eine Folge, die gegen unendlich geht. Und die zweite Folge ist die Folge, wo das nte Folgenglied jeweils dieser Quotient hier ist. Wenn wir n gegen unendlich schicken, dann bleibt 1, 1, aber 2 durch n geht gegen 0. 10 durch n hoch 2 geht gegen 0. 0,007 bleibt, was es ist, aber 0,06 durch n geht auch gegen 0. Somit ist der Grenzwert der zweiten Folge 1 durch 0,007. Wir haben letztes Mal gesagt, dass wenn wir eine Folge haben, die das Produkt zweier Folgen ist, wo der Grenzwert der einen Folge eine positive Zahl ist und die andere Folge geht gegen unendlich, dann geht die Folge selbst auch gegen unendlich. So, die zweite Frage hier ist, ab welchem Folgenglied sind alle Folgenglieder größer als 1000? Wir hätten gerne, dass an größer als 1000 ist. Das passiert dann und nur dann, wenn n hoch 2 minus 2n minus 10 größer als 1000 mal der Zähler hier ist, das heißt größer als 7n plus 60 ist. Das können wir jetzt als die Ungleichung n hoch 2 minus 9n minus 70 ist größer als 0 umschreiben. Wenn wir uns jetzt die Funktion anschauen, die n
nach n hoch 2 minus 9n minus 70 schickt, dann ist der Graph dieser Funktion eine nach oben offene Parabel. Das heißt, der Graph schaut dann so aus und um unsere Ungleichung zu lösen, müssen wir die Nullstellen dieser Parabel finden. N hoch 2 minus 9n minus 70 ist n plus 5 mal n minus 14. Und somit ist n hoch 2 minus 9n minus 70 gleich 0, dann und nur dann, wenn n entweder minus 5 ist oder wenn n gleich 14 ist. So in meinem Bild ist dann das hier minus 5 und das hier ist 14. Wir haben natürlich kein minus 5 des Folgenglied oder minus 6 des und so weiter. Und somit sehen wir, dass ab dem 15. Folgenglied sind alle Folgenglieder größer als 1000.